Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir gucken uns jetzt gleich, wenn wir die Loyalitätsmission von Kazumi angehen, mal Samaras neues Outfit an. Hier wollen wir erstmal weg. W-E-C-H. Weg. Massenportalsprung. Vollkommene Reizüberflutung hier. Viel zu viele Quests. Citadel, Fane helfen, Garrus helfen und Kazumi helfen. Genau, auf der Citadel war so viel zu tun. Projekt Overlord, Jacob helfen. Ich such grad. Krampfhaft. Hier unten, okay. Dr. Kanson retten. Die Quest habe ich gerade gesucht, um mich da ein bisschen zu orientieren. Gut, ab in den Serpent-Nebel. Und dann wollen wir nach Boltzmann ein bisschen Fußball spielen, verstehst du? Wupp! System anfliegen. Scannen brauchen wir eigentlich noch nicht, deswegen, ich will jetzt auch erstmal Loyalitätsmissionen machen, danach klappern wir die Planeten ab, auf denen noch Nebenquests sind und dann geht's irgendwann auch schon zum Reaper FFS. Beckenstein! Ja. Umlaufbahn anfliegen, hier können wir direkt landen. Beckenstein war das Ziel der ersten Kolonisierungswelle von der Erde und die Gründer hatten, anders als auf Eden Prime, dabei keine landwirtschaftlichen Pläne. Die Aufgabe der ersten Kolonie auf Beckenstein bestand darin, das Produktionszentrum der Erde im All zu werden. Alter, wie betone ich denn die Sätze heute? Ich höre jetzt auf zu lesen, lest euch selber durch. Nee, Spaß. Die Herstellung von Bedarfsgütern sollte zur Integration der Menschheit in die Kultur der Galaxie führen. Das Vorhaben stieß in der ersten Generation aber nur auf ein gemischtes Echo, also stach Beckenstein die Konkurrenz dadurch aus, dass man sich auf die Produktion qualitativ hochwertiger Luxusgüter verlegte, die über die Citadel direkt an andere Märkte vertrieben wurden. Heute gilt Beckenstein als das Ilium der Menschen, ein Ort, an dem neureiche Industriemagnaten mit ihrem Wohlstand protzen und über Habenichtse nicht gesprochen wird. Habenichtse? Da muss ich mal nach der Folge den Duden konsultieren, ob es das Wort gibt. Also, habe nicht. Das Wort, ich weiß, was gemeint ist, aber ich weiß nicht, ob es das gibt. Gründung 2158, Population 5,4 Millionen. Hauptstadt Milgrom, Entfernung zur Sonne. Umlaufzeit 2,4 Erdenjahre, okay. Radius 6050 Kilometer, ist ein bisschen kleiner als die Erde, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was unsere Erde für einen Durchmesser hat. Schande über mein Haupt. Tagesdauer 21,3 Erdenstunden. Okay, und so weiter und so fort. Landen. Kazumi. 5 Gruppenpunkte. Schattenschlag, weil er einfach so mächtig ist. Tödlicher Schattenschlag erhöht den Schaden, der auf ein Ziel angewendet wird. Aufladezeit 9 Sekunden, Schaden 550, Dauer der Handlungsunfähigkeit 7 Sekunden. Schneller Schattenschlag reduziert die Abklingzeit um 80%, wenn das Ziel durch diese Kraft getötet wird. Ich glaube, ich nehme den tödlichen Schattenschlag. Voll Schaden, ey. Mehr Schaden braucht man, ey. Schaden ist voll gut. Und wir können nichts machen. Okay, fertig. Sie machen wirklich was her, Mr. Solomon Gunn. Hawk wird gar nicht mitkriegen, was ihn erwischt hat. Solomon Gunn? Wer hat sich das denn ausgedacht? Solomon Gunn ist wohl meine Tarnidentität. Sie leiten eine kleine, aber professionelle Söldnertruppe in den Terminus-Systemen. Genau solche Leute respektiert Hawk. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen einen Ruf zu verpassen. Papiere, Zeugen, ein Artikel im Wochenblatt für harte Kerle. Solange Sie mit ihm nicht übers Geschäft reden, sollte es keine Probleme geben. Okay, was soll die Verkleidung? Ich nehme an, es gibt einen Grund für diese Verkleidung. Gepanzert würden Sie bei einer Party der höheren Gesellschaft etwas deplatziert wirken, meinen Sie nicht? Ach Quatsch. Sie sehen toll aus. Sie sollten so etwas öfter tragen. Danke. Was ist hier mit Mr. Rock los?
Nochmal, mit was für einem Mann haben wir es zu tun? Hock ist ein Waffenhändler und Schmuggler. Er hat meinen Partner getötet und seine Greybox gestohlen. Davon abgesehen ist er gar nicht so übel. Reich, charismatisch und jederzeit bereit, einem Mann den Schädel aufzumeißeln, um an die neuralen Implantate im Inneren zu kommen. Okay. Haben wir einen Plan? Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig. Immer doch. Unser Freund Hock gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem Allergrößten von ihnen zu huldigen. Mhm. Unser Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren. Mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hocks Tresorraum. Irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie sie öffnen und sich ausrüsten. Okay. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen KGs Greybox zurück. Klingt und einfach. Ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Das ist kein einfacher Raub. Sie haben hart an dieser Sache gearbeitet. KG muss Ihnen viel bedeutet haben. Ist das so offensichtlich? KGs Greybox enthält viele unbezahlbare, persönliche Erinnerungen. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Aber das Geheimnis, das er entdeckt hat, ist gefährlich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich sie nicht hergebracht. Was ist in der Greybox, das den ganzen Aufwand rechtfertigt? Die Greybox enthält KGs Erinnerungen. Alles, von den Codes und Plänen, die er gestohlen hat, bis hin zu unserer gemeinsamen Zeit. In den Erinnerungen verbirgt sich das Geheimnis, das er gestohlen hat. KG hat mir nie gesagt, worum es sich dabei handelt. Aber wegen dieser Information wurde er umgebracht. Gut, dann wird es das schon wert sein. Gehen wir. Das dürfte interessant werden. Hoffentlich. So ist es gedacht. Ja. So hat sich BioWare das gedacht. Jetzt habe ich gedacht, wir landen im Pool. Oder im Brunnen. Oder whatever, im Wasserbecken. Wir sind da. Hallo. Aber ich finde Kazumis Rüstung auch so ultra cool. Hallo, Saren. Nach Ihnen, Mr. Gunn. Solomon Gunn. Irgendwie ein cooler Name. Moment, bitte, hat schon Sir. Was. Es scheint da ein Problem mit der Statue zu geben. Was? Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Solomon Gunn. Solomon Gunn. Sehr angenehm. Okay, er gibt wohl nicht hier Sir, die Scanner registrieren überhaupt nichts. Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Ilium gekommen, nur um Ärger zu machen, oder? Nö. Sie können passieren, Mr. Gunn. Und Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Aber Ihre Begleiterin muss sich bitten, draußen zu bleiben. Alle, die das verstehen Sie oh, sorry. Alle, die gerade nicht aufgepasst haben, spult nochmal zurück und guckt euch mal an, wie derpig der Wachmann guckt. Der guckt ja voll bedeppert. Wir haben also ein Problem. Würden Sie mir erklären, warum meine Freundin draußen bleiben muss? Etwas an Ihrer Freundin gefällt mir nicht, also bleibt sie draußen. Ganz einfach. Arschloch. Wenn Sie sich dann sicherer fühlen, kann sie natürlich draußen warten. Es freut mich zu hören, dass es kein Problem gibt. Genießen Sie die Party. Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Irgendeine Idee, warum er sie weggeschickt hat? Nein, wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und niemand weiß, wie ich aussehe. Er ist nur vorsichtig, nehme ich an. Kann's ihm nicht mal verdenken. Vielleicht ist es tatsächlich auch irgendwie das Outfit, was ihn etwas skeptisch macht. Wenn da jemand so vermummt, in Anführungszeichen, in so eine Party reinplatzen will, ist man als Gastgeber doch irgendwie sehr skeptisch. Okay, neuer Plan oder was? Was machen wir jetzt? Wir machen weiter wie geplant. Nur, dass Sie jetzt sämtliche Gespräche führen müssen. Natürlich. Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Natürlich. Tschüss, Saren. Wir halten Funkkontakt, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Tschüss, Kazumi. Wir müssen die Tür finden und rauskriegen, welche Sicherheitsmechanismen es gibt. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt. Na gut. Tagebuch aktualisiert. Wupp.
finden Sie die Tür zu Donovan Hawks Tresorraum irgendwo unter dem Ballsaal. Ballsaal. Zwei abtrünnige Punkte, weil ich. Und zwei Vorbildpunkte. Ich vermute, weil ich. Ein bisschen Gewaltanwendung, ein bisschen. Jetzt labern die wieder alle. Bumm, erledigt. Zum Glück. Ich dachte schon, das Gesindel würde ihn ewig zu schaffen machen. Vermutlich, weil ich draußen eben die letzte Option gewählt habe. Du warst zu sagen, nö. Was schnuddelt ihr so? Schnuddelt ihr nochmal? Kann ich nochmal zuhören? Ich habe ja wieder einen Anfang verpasst. Weil ihr mir auch immer dazwischen labert. Und ich höre dann ungern auf zu reden. Ja, scheint ja hoffentlich nicht so wichtig gewesen zu sein. Hier rechts und links die Treppe kommen wir nicht hoch. Dann gucken wir uns erstmal um und reden mit allen und belauschen alle und... Hier sagt keiner einen Ton. Da ist eine Tür. Ist ja auch eine Tür? Nee, aber hier ist eine Tür. Tür zum Sicherheitskontrollraum. Da geht's zu einem Sicherheitskontrollraum. Irgendwann müssen wir da vermutlich rein. Ja, sehen wir uns den Tresorraum das an, gedacht. Damit wir wissen, was wir tun müssen. Ist ja verständlich. Man sagt, Commander Shepard sei noch am Leben. Ach Quatsch. Wirklich? Oh bitte, das ist doch bestenfalls Wunsch. Na, das meine ich aber auch. Das ist ja völlig absurd. Also manchmal... Manchmal führt Smalltalk einfach zu Gerüchten, das ist ja nicht mehr feierlich. Oh, ein Atelier. Ein Kamin. Sieht eher aus wie... Ein künstlicher Kamin, also ein Fernseher mit Kaminfeuer. Was sonst nur auf Super RTL nachts läuft oder so, weißt du? Was halten Sie von diesem Archangel? Boah, der ist cool. Ich habe gehört, dass er tot ist oder verschwunden oder so. Ein Glück kann ich nur sagen. Wie denn ein Glück? Das ist eine der coolsten Säue im Universum, Mann. Der Archangel. Oh, hier geht's runter. Nee, erstmal will ich mich hier oben noch umgucken und umlauschen. Hier unten geht's raus. Hier ein Datenpad zum Lesen. Oh, hier ist aber viel los. Eine Menge Betrieb. Datenpad lesen. Private Rems. Private Rems. Wir können uns während der Party unmöglich rausschleichen. Alles ist hermetisch abgeriegelt und Sicherheitschefin Rowe hat Dienst. Die würde das niemals zulassen. Ich stehe lieber rum und langweile mich zu Tode, als ihren Zorn zu riskieren. Tut mir leid. Samuels. Chief Rowe, ha? Huh? Die scheint ziemlich hart zu sein. Wenn wir den Funkverkehr der Wachen anzapfen, bringt uns das vielleicht nützliche Informationen. Ja, ich mach schon. Mach gleich. Erstmal gucken wir hier. Genießen wir die Aussicht über... Ja, ich vermute, wir sind in der Nähe der Hauptstadt, deren Namen... ich schon wieder vergessen habe. Sieht aber ziemlich cool aus, die Skyline. Aber auch, ich weiß nicht, ob der Nebel hier auf dem Planeten allgemein ist oder ob das tatsächlich irgendwie Großstadt-Smog, schwieriges Wort, darstellen soll. Wenn es hier in der Zukunft überhaupt noch so ein, ja, eine Smog-Entwicklung gibt, wie das bei uns der Fall ist, durch Benzinverbrauch und andere Dinge. Ihr habt nichts zu sagen, hier kann ich nichts belauschen. Mr. Hawks Tresorraum soll ja ganz exquisit sein. Wer sagt das? Er lässt doch keinen auch nur in die Nähe. Das war aber noch nicht ihr beiden, die geredet habt. Wart ihr beiden das? Sagen Sie mal, was ist das da drüben? Hawks Schlafzimmer, glaube ich. Wow, wie heißt sein Architekt? Das ist alles ziemlich beeindruckend. Zumindest ist es ziemlich groß. Verwirrend, wenn man bei den beiden Leuten steht und plötzlich fangen die beiden da hinten an zu quatschen und man hört es laut und deutlich. Nicht schön. Boah, ich mecker gerade so viel heute, oder? Oder gerade in der Folge ist ja ungewohnt. Ich finde das Spiel doch so toll. Mit Donovan Hawk reden wir hier irgendwie, glaube ich mal, zu guter Letzt auf der oberen Ebene. Erstmal schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Eclipse Sicherheitswache, mit der können wir reden. Vielleicht können wir der auch irgendwie was unterjubeln, um den Funkverkehr abzuhören. Hawks Privaträume sind ohne spezielle Freigabe nicht zugänglich. Ich möchte zu gerne da rein, aber zuerst müssen wir uns den Tresorraum ansehen. Ist ja gut, ich will doch nur hier alles erkunden, Kasumi. Du brauchst mir noch nicht 100-mal erzählen, dass ich... Ich sagte Ihnen doch, ach, halt die Privaträume Klappe. Sind nicht ja, ich wollte es doch nur ausprobieren. Eins nach dem anderen. Sehen wir uns den Tresorraum an. Komm, reden wir erstmal mit Donovan Hawk. Mr. Gunn? Wir müssen den Tresorraum untersuchen.
Alter Kasumi, ist ja gut. Ich bin halt, ich hab halt einen Drang, hier erstmal mit allen zu sprechen und mir alles anzugucken. Es tut mir ja schrecklich leid. Weiß er das? Allerdings bin ich nicht ganz mit dem Niveau einiger seiner Gäste einverstanden. Oh, wer auch immer von euch 25 Leuten das gesagt hat. Und hier kommen wir einfach so rein. Nee, ist klar. F5. Kann nicht so einfach sein. Sehr hübsch. Ist es aber. Hier drin ist mehr, als ich erwartet hatte. Saren, hallo. Passwortgeschütztes Stimmenschloss. Coole Szene übrigens. Kinetische Barriere. DNS-Scanner. Vermutlich aus der EX-700-Reihe. Alles, was ein Tresorraum braucht, um unbezwingbar zu sein. Haben wir jetzt ein Problem? Ich bitte Sie. Haben Sie vergessen, wen Sie vor sich haben? Nee. Für das Stimmschloss brauchen wir eine Stimmprobe. Dazu müssen Sie mit Hawk ein Schwätzchen halten. Und das Passwort müssen wir auch beschaffen. DNS? Kinderspiel. In Hawks Privaträumen finden wir bestimmt jede Menge DNS-Proben. Okay. Und die Barriere? Strom abschalten. Klappt immer. Müssen wir nur finden. Keiji cool. würde mit so einem System im Schlaf fertig. Und ich bin noch besser. An die Arbeit. An die Arbeit. Mit coole Szene meinte ich übrigens jetzt nicht diese Szene, sondern quasi dieser Blickkontakt zwischen der Saren-Statue und Shepard. Cool, cool, cool. Was hat er denn da? Sorry, aber was hat Saren da baumeln? Sieht ja schon irgendwie nicht jugendfrei aus, möchte ich mal behaupten. DNS-Scanner benutzen, Mikrofon benutzen, Sicherheitsfahrstuhl untersuchen. Nicht anfassen. Ohne Hawks DNS lösen sie dadurch jeden Alarm im ganzen Haus aus. Entschuldigung. Was ist denn das? Stromkabel der kinetischen Barriere. Sieht aus, als würde das Stromkabel der Barriere hier unter dem Boden verlaufen. Ich stelle ihr Universalwerkzeug so ein, dass es auf elektromagnetische Felder scannt. Eingestellt. Huch! Kasumi, erschreck mich doch nicht so. Du standst doch eben noch nicht hier. Ah, okay, wir sehen jetzt also die Leitung. Das heißt, wir folgen jetzt einfach mal der Leitung. Und schalten schon mal den Strom aus. Hier lang. Hier rüber. Hier unten lang. Hier, lass mich durch, Leute. Ihr steht ja nur im Weg rum. Hier rum oder was? Hier. Hier durch die Wand. Ah, bestimmt beim Kamin oder so, wa? Ja, 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 ja. Statuette ziehen. Sekunde. Damit müsste die Barriere erledigt sein. Gut, wir kriegen keinen Zeitdruck. Kasumi kinetische Barriere. Was haben wir denn noch? Tresorraum Sicherheitsmaßnahmen deaktivieren. Also brauchen wir jetzt noch eine DNS-Probe und eine Stimmprobe. Ach, hier oben haben wir die beiden Quests. Okay. DNS-Scanner, Stimmenschloss. Alles klar. Das aber erst beim nächsten Mal. An dieser Stelle den Schnitt. Beim nächsten Mal kriegen wir das hoffentlich hin und kommen in den Tresorraum. Vielleicht kommen wir hier ja auch unbescholten, ohne Probleme wieder raus. Werden wir beim nächsten oder spätestens beim übernächsten Mal sehen. Bis hierher sage ich wie immer danke fürs Zuschauen. Hoffe auch wie immer, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.